Hallo und herzlich willkommen zum allerersten Currently Reading auf diesem Kanal. Ehrlich gesagt habe ich auch gedacht, dass es niemals ein Currently Reading geben wird und ich glaube auch nicht, dass es so schnell wieder dazu kommen wird. Aber im Moment lese ich drei Bücher gleichzeitig, was für mich relativ viel ist. Normalerweise lese ich immer nur ein Printbuch und ein E-Book gleichzeitig und ich finde, darüber lohnt sich ein Video nicht. Und an dem einen Buch werde ich wahrscheinlich noch sehr, sehr lange lesen. Und das könnte auch ein Grund sein, warum die Rezensionen im Monat Juli etwas knapp ausfallen könnten. Weil, naja, ich brauche Parallellektüre. Ihr werdet gleich sehen, warum. Und ich glaube, ihr werdet auch verstehen, warum. Aber natürlich kann ich dann nicht so viel und so schnell lesen. Könnte sein, dass der gesamte Lesemonat Juli dann ein bisschen knapp ausfällt. Aber damit kann ich in dem Fall leben, denn ich habe mich an dieses Werk hier gewagt. Der Zauberberg von Thomas Mann. Schlappe 1000 Seiten, dünne Seiten, kleine Schrift. Nicht so easy zu lesen. Ich lese es zusammen mit Sophie vom Kanal Ferstern und Annika von Annika Maas. Zum Glück, muss man sagen, weil es irgendwie ein bisschen motivierend ist. Also ich habe bis jetzt so ungefähr 300 Seiten gelesen. An diesen 300 Seiten lese ich auch irgendwie schon, keine Ahnung, anderthalb Wochen oder so. Also das Ganze wird echt noch eine Weile dauern. Das Ganze ist gar nicht so schwer zu lesen, ehrlich gesagt, bis jetzt. Also ich hätte es mir anspruchsvoller vorgestellt, aber ich brauche schon einen klaren Kopf. Die Sätze sind sehr lang, die Schrift ist klein, es ist eben schon hochliterarisch und da fände ich es einfach schade, wenn ich das alles nicht so aufnehmen kann, weil es mir bis jetzt auch wirklich sehr gut gefällt. Es geht hier um Hans Castorp. Hans Castorp besucht seinen Vetter Joachim in einem Sanatorium. Er betont immer wieder, er ist wirklich nur auf Besuch für 3 Wochen. Das Sanatorium ist absolut eine eigene Welt. Also von deren Methoden her, Tagesablauf, gefühlt wird übrigens ständig gegessen. Von den Persönlichkeiten her, dort selbst die Ärzte haben alle irgendwie so ein bisschen eine Meise. Und es liest sich sehr unterhaltsam. Es gibt immer mal wieder Unterhaltungen, da muss ich wirklich ganz, ganz konzentriert lesen, damit ich alles mitbekomme, weil es dann auch so eben um so philosophische Themen geht und so weiter. Aber grundsätzlich lässt es sich wirklich besser lesen, als ich gedacht hätte. Ich mag es bis jetzt ganz gerne, also es ist keine Quälerei. Ich würde dieses Buch auch nicht auf Biegen und Brechen zu Ende lesen, nur damit ich den Zauberberg gelesen habe. Aber ich wollte es zumindest mal damit versuchen, weil es schon so lange ungelesen hier rumsteht. Und ganz ehrlich, ich finde es auch peinlich, sich so einen Teil ins Regal zu stellen, was irgendwie, wenn man sich ein bisschen mit Literatur auskennt, total toll klingt, weil man den Zauberberg gelesen hat und man es noch nie angefasst hat. Ich finde, es geht nicht so. Außerdem habe ich eine wunderschöne, in Leinen gebundene Ausgabe. Ja. Es sind lange Sätze, aber damit habe ich nicht unbedingt ein Problem. Ich habe selbst in meinen Aufsätzen immer sehr, sehr lange Sätze geschrieben. Das habe ich manchmal so bereut, wenn ich die Korrektur schreiben musste. Und es ist wirklich unterhaltsam. Wenn man es liest, kommt man sich die ganze Zeit so ein bisschen wie ein Traumwandler vor. Also ich zumindest, weil alles wirklich so merkwürdig ist und alles so ein bisschen, ich weiß nicht, wie unter Einfluss einer Droge. Keine Ahnung. Aber bis jetzt mag ich es sehr gerne. Und da brauche ich eben immer noch was, was ich nebenbei lese, weil ich dann auch noch ein bisschen was zur Unterhaltung brauche und ich nicht immer Lust auf den Zauberberg habe und es ja nicht so mögen würde, meine Zeit nur damit zu verbringen. Und da habe ich mir hier jetzt dieses Buch rausgesucht. Freundinnen, eine Kulturgeschichte von Marilyn Yalom und Theresa Donovan Brown. Hier geht es eben um genau das, was der Titel schon sagt, nämlich die Geschichte von Frauenfreundschaften im Laufe der Zeit. Ich bin noch nicht so weit. Ich bin jetzt gerade erst bei Seite 54 von 200. Von 400 ungefähr. Aber bis jetzt mag ich es schon ganz gerne. Also ich bin im Moment noch so bei den Römern und sowas alles. Es geht auch ein bisschen darum, also es geht im Moment zumindest teilweise auch um Männerfreundschaften, weil es auch darum geht, wie Männer Frauen betrachtet haben und Frauenfreundschaften betrachtet haben und sowas alles. Was ich bis jetzt gerne mag, ist, dass es wirklich unterhaltsam geschrieben ist. Also ich finde es bis jetzt überhaupt nicht trocken. Es sind kurze Kapitel, das mag ich auch sehr gerne. Finde die Infos auch interessant, die bis jetzt so drin sind. Also ich habe ein gutes Gefühl mit mir und diesem Sachbuch, aber ich bin wirklich noch nicht weit. Und ich habe mir auch wirklich überlegt, ob ich tatsächlich ein Sachbuch parallel lesen möchte, weil es ja jetzt auch nicht nur pure Unterhaltung ist. Aber ich hatte so Lust auf dieses Buch. Es ist auch ein Rezensionsexemplar. Aber ich hatte auch total Lust auf dieses Buch und dachte, wenn ich Lust drauf habe, dann wird es schon passen. Dementsprechend ein Sachbuch nebenbei. Ich habe sehr lange kein Sachbuch mehr gelesen.
Also ich hatte auch mal wieder Lust auf Sachbuch, aber es fällt mir schwer, da für mich was Gutes rauszufinden, was mich dann auch so interessiert. Und Frauen interessieren mich tatsächlich immer noch mal mehr in jeglicher Form. Ich habe auch dieses, ich habe ein ganz großes Sachbuch da oben. Bringt euch nichts, weil ihr es nicht sehen könnt. Zu bestimmten Frauen und deren Geschichte mag ich immer sehr gerne. Dementsprechend bin ich gespannt. Und das dritte Buch, das ich parallel lese, ist das übliche E-Book, das ich ja immer parallel zu meinem Printbuch lese. Und das ist im Moment One Song von Danny Atkins. Müsste Danny Atkins sein. Von ihr habe ich schon Die Achse meiner Welt gelesen, auch im Original. Ich kann mich an den Originaltitel nicht mehr erinnern. Und das mochte ich sehr, sehr gerne. Fractured war der Originaltitel. So, das mochte ich sehr, sehr gerne. Und jetzt lese ich eben One Song. Dabei geht es um zwei Frauen, die sich im Krankenhaus treffen, weil ihren beiden Männern was Schlimmes passiert ist. Also einmal ist es ein Herzinfarkt mitten im Einkaufszentrum, völlig überraschend, obwohl es ein junger Mann Mitte 30 ist, fit, sportlich, ernährt sich gut. Und das zweite Mal ist, haben wir Joe, der einem Jungen helfen wollte auf einem zugefrorenen See und der dann eben eingebrochen ist und jetzt auf der Intensivstation liegt. Und die beiden Frauen treffen sich dann zufällig in einem Warteraum für Angehörige und ja, sie kennen sich, denn Charlotte, die wegen ihrem Mann David da ist, erkennt in Ellie, die wegen ihrem Mann Joe da ist, die Ex-Freundin ihres Mannes. So. Und jetzt geht es eben darum, dass wir immer wieder Rückblicke in die Vergangenheit haben, wie die Beziehung zwischen David und Ellie war und warum sie sich schließlich getrennt haben, aber an dem Punkt sind wir noch nicht. Und wie die Beziehung von Charlotte und David war und ist und überhaupt und welche Rolle Ellie noch spielt und sowas alles. Ja. Bis jetzt haut es mich nicht so richtig vom Hocker, aber die Geschichte kommt auch erst so richtig in Fahrt. Ich bin jetzt bei 30%, so langsam wollte die Geschichte übrigens auch in Fahrt kommen. Aber ja, ich mag ja diesen Wechsel aus Vergangenheit und Gegenwart. Und wenn man dann so langsam erfährt, was damals passiert ist und warum die Leute in der Gegenwart so sind, wie sie sind, das mag ich sehr gerne. Ich mag auch den Schreibstil ganz gerne. Es ist bis jetzt einfach nur ein bisschen wenig passiert für meinen Geschmack. Aber ich habe das Gefühl, dass es jetzt noch so ein bisschen mehr an Fahrt aufnimmt. Also Fractured bzw. Die Achse meiner Welt kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Zu One Song kann ich noch nicht so viel sagen. Werdet ihr ja dann im Lesemonat sehen. So. Das war mal ein kurzes Currently Reading. Ihr könnt mir ja einfach mal sagen, wie euch das so gefallen hat. Ich fordere ja immer ganz gerne eure Rückmeldung ein, obwohl ich ehrlich gesagt wirklich nicht weiß, ob es es noch so oft geben wird. Aber ich wollte es jetzt einfach mal ganz gerne abdrehen, weil ich eben nicht weiß, inwiefern ich diesen Monat dazu komme, euch wirklich komplette Videos zu den Büchern zu zeigen, beziehungsweise wie viele Bücher ich überhaupt lesen werde. So. Das war's dann aber auch tatsächlich schon. Schreibt mir gerne in die Kommentare auch noch mit dazu, was ihr im Moment so lest und wie es euch gefällt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!